Das ist ein Liebeslied, aber es eskaliert auf der vierten Stelle. Das war ein ganz cooler Lehrer, ein ganz junger Lehrer. Aber mit ihm eine Diskussion gehabt und mir extra Schuhe gezogen. Damals habe ich nur Dreadlocks gehabt. Da hat die Kleidung nichts geholfen. Ich habe extra einen Anzug ausgeliehen. Weil ich gedacht habe, dass der sieht, dass wir uns auch Ozean. Dass wir nicht mit Kartoffelsektor umeinander laufen, weil das sich eingeholt hat. Auf jeden Fall war es wirklich ein total cooler Lehrer. Und der, mit dem habe ich dann mich unterhalten. Und der hat mir dann da Tipps gegeben. Aber ich sage, wissen Sie, der Deal war der, habe ich zu ihm gesagt. Ich war nicht damit einverstanden, dass mein Kind eingeschult wird, habe ich zu ihm gesagt. Da gibt es ein Gesetz und ich habe den da herbringen müssen. Und der Deal war der, dass Sie ihn jeden Tag 6 Stunden haben und die restliche Zeit ich. Wenn Sie mit ihm nicht klarkommen, sage ich, dann haben Sie den falschen Job. Weil ich kann das sagen, ich komme mit ihm nicht klar. Was tue ich dann? Lass ich dann 8 Stunden ein oder 10 Stunden? Ah ja, hat er gesagt, machen Sie nicht aus dieser Sache ein Kabarettstück. Hat er zu mir gesagt, weil er gewusst hat, dass ich ein Kabarettist bin. Sie können mir wirklich froh sein, sage ich, dass ich ein Medikament habe, das ruhig stellt. Das ist da, der mir jetzt eine Probe haben. Dann hat er mich rausgeschmissen. Und damals, das war wirklich, damals war ich im Reigerhall, da ist die Eislaufhalle zusammengebrochen und da habe ich praktisch dann so eine Besetzung gemacht von dem Gebiet, wo diese Eislaufhalle gestanden ist, weil wir haben damals so eine Volksbegehren gemacht und da haben die Mehrheit der Reigenhaller wollten dort, wo dieses Unglück passiert ist, wieder so eine Freizeit- und Familienbad haben. Und das haben sie halt dann nicht gebaut. Das ist ungefähr so, das ist so ähnlich wie bei euch da, wenn 1 Million Leute praktisch fürs Nichtrauchen sind. Und naja, was ist denn das, ein Kanzler? Was ist denn der Strache? Was ist denn das? Verstehst du? Ja, irgendwas ist er auf jeden Fall wurscht, verstehst du? Ein Geschissener! Das war das, das kenne ich mich nicht aus, verstehst du? Wahrscheinlich wird es schon so sein, wie glaubt ihr das? Weil du kennst dich aus da. Aber ich meine, verstehst du? Natürlich ist das die größte Angst, verstehst du? Wenn du heute drauf aus bist, wenn du heute so eine Politik machst, dann musst du halt wirklich auch, also ich kenne es nur von uns, verstehst du? Bei uns in Bayern dieses Rauchverbot durchgegangen ist, hat es eine Partei gegeben, die hat geheißen Bayernpartei und die hat nur mit einem einzigen Slogan geworben, bei uns darf man rauchen. Und die hätten fast die 5% für die. Da habe ich gesagt, hey, so nochmal. Diese Raucher haben doch wirklich alle die Gelegenheit gehabt, dass zu dieser Volksabstimmung gehen und dagegen stimmen praktisch. Dass sie sagen, nein, wir möchten beitragen. Aber wisst ihr, was das Problem ist von den Zigarettenrauchern? Ich rede jetzt nicht von den Hanfrauchern, ich rede von den Zigarettenrauchern. Die schauen auf du und sagen, ah, jetzt ist schon 4. Wir sind 5, gehen wir ins Wahllokal. Ah, jetzt rauchen wir noch einen. Dann wäre es halt 1, 2 oder 3 und sagst, ah, scheiße, ist schon zu spät. Ja, das kann man noch nicht. Habe ich für den blöden Lehrer aus Reigerhall. Ich mag gar nicht sagen, wie er heißt. Weil sonst kriege ich wieder Anzeige. Weil auch die Lehrer irgendwie, weißt du, können. Auf jeden Fall habe ich damals diese Blockade gemacht da drunten und da habe ich, glaube 4 Wochen war ich da drunten ununterbrochen und dann ist je. Und ich hab mir immer so nette Weihnachtsgeschenke für meine Kinder ausgedacht. Und das, der hat von mir praktisch zu Weihnachten einen Abreißblock gekriegt. Mit 8 Stunden Deutsch. Und den hat er praktisch bei mir einlösen können. Immer wenn Deutsch war, hat er den Lehrer gehabt. Und dann hat er seinen Gutschein eingelöst, 2 Stunden Deutsch. Dann hat er mir das in der Früh gegeben. Dann habe ich gewusst, okay, nach der Pause um 9:30 ist Deutsch. Dann habe ich ihn reinmüssen in die Schule und habe den Lehrer praktisch schon angelaufen. Gott, ich muss kurz mit ihnen sprechen. Wir haben jetzt gerade Deutsch, ja, ich weiß schon. Ich muss kurz mit ihnen sprechen. Und dann habe ich die 2 Stunden beschäftigen müssen, bis Deutsch vorbei war. Jetzt ja zu Weihnachten. Und der Erich Martin.
Der Erik hat sie im Rechnen gekriegt. Weil der hat so, ich kann ganz gut Deutsch, aber die Mathe geben haben auch gesagt, alles klar, du kriegst dann, du kriegst einen Anpreisblock in Mathe. So, jetzt bin ich Scheiße, das war wirklich hart. Dann ist der jeden Tag, hat ihn der Lehrer rausgeschmissen. Jeden Tag. Und ich habe jeden Tag da drüben gekocht und dann ist er immer gekommen zu mir und dann haben wir gegessen. Und dann ist er wieder entschieden, ob ich die Stunden mit dem Lehrer ausfahren. Das war also dramatisch, also ich muss wirklich sagen, also das war das einzige Problem bei meinen Kindern. Entschuldigung. Sonst habe ich nie Probleme mit meinen Kindern gehabt. Aber immer mit den Lehrern eigentlich. Mit den Kindern nicht. Da hat einmal eine Strafe schreiben müssen. Da haben sie sich gedacht, weißt du, damit die Kinder die Hausordnung von der Schule lernen, lassen sie es ihnen dreimal abschreiben. Wisst ihr, wie es ist, verstehst du? Hätte ich es durchgehen und da waren wir zwei Stunden oder fünf Stunden aus, nein, mit heimgehen, geben die Hausordnung und dann haben sie es dreimal abschreiben müssen. Und das war 2003, das war ein Jahrhundert so. Da hat es jeden Tag in der Früh schon um 10 Uhr hat schon 28 Grad gehabt, am Nachmittag, wenn sie von der Schule gekommen sind, hat es 33 Grad, und dann hätte er sich hinsitzen müssen und hätte da die Hausordnung schreiben müssen. Gesagt, du gehst aus zum Spulen, du bleibst jetzt nicht da. Ich muss das machen, oder so, ich muss das machen. Dann kriege ich wieder Strafe. Ich sage, ja, das mache ich dann für dich. Sagst du am Lehrer, der Papa hat es mir verboten. Ja. Dann hat er das auch gesagt. Dann hat er sechsmal abschreiben müssen, das ist wieder 33 Grad gehabt. Verstehst du? Irgendwann bin ich dann in die Schule reingegangen und habe gesagt, ich habe meinem Sohn verboten, dass er das schreibt. Ich möchte, dann hat er gesagt, das ist ihm wurscht. Ich habe gesagt, alles klar, dann bin ich heimgegangen, dann habe ich ihm sechsmal abgeschrieben. Ich sage, weil du kannst ja nichts dafür, ich muss ja bestraft werden. Ja, dann hat er es neunmal schreiben müssen, weil es der Papa geschrieben hat. Ja, sag einmal, das ist ja so, wie wir mit Europa umgehen. Wenn die Griechen Schulden haben, dann haben wir ja nur mehr ein paar Schulden drauf, weil es gar nicht mehr auf Fürst geht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein total blöder Plan. Das checken sie einfach nicht, dass es so nicht geht. Das ist ja so, wie wenn du sagst, wenn du frech bist, kriegst du ein Watschen und damit es dir besser geht, kriegst du zwei Watschen. Das sind ja lieb für jeden.